Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Nordic Ashes. Wir spielen heute mit Exildur und nehmen das Schwert. So. Und probieren hier Midgard auf Stufe 2 auf Hard, damit wir wieder ein paar Yggdrasil-Blätter bekommen für die Upgrades. So, müssen wir mal gucken. Hier kein Gegner ist, da können wir uns erstmal Kisten suchen. So. Da gibt es einen Stein. Ich weiß leider gar nicht, was uns der bringt. Wir können den ja einfach mal kaufen. Gib 25 mal Gold aus. Cool. Stein. Hatten wir noch gar nicht. Okay. Gucken wir uns gleich mal an, was der gebracht hat. Also das jetzt auf schwer hier. Gibt natürlich auch viel mehr Gegner. Die sind auch stärker. So. Mal an die Erfahrungspunkte da. Und an die Kisten. So, da haben wir eine Giftplatte. Ja, dann werden wir erstmal upgraden. So, was macht der Stein? Schaden plus 1. Cool. Hat jetzt irgendwie nicht so sonderlich gelohnt, den zu kaufen. Erhöhen den Schaden. Nehmen das hier. So. Also ein Ring wäre echt gut zu finden. Damit wir die Erfahrungspunkte einsammeln können. Oh, das ist eine Gratis-Kiste. Das ist ja cool. Abklingzeit, das ist ja. Oder 10% schneller. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Wir nehmen mal die Geschwindigkeit. So, die ist tot. Hat eine Kiste fallen lassen, an die wir jetzt nicht rankommen. So, nur Münze. Wir gehen da gleich wieder hoch. Oh. Das ist jetzt aber nicht so gut gelaufen. Kisten gehen echt nicht so schnell kaputt. Ja, dann holen wir uns jetzt erstmal die Kiste, besser ist. Wo waren das? Da. Die wird gar nicht angezeigt. Oben auf der Minikarte. So, Schadenbereich Projektile. Bereich. Kommen die Gegner nicht so nah an uns ran. Also immer noch sehr nah, aber. Ich habe auf die andere Ratte geachtet. Auf die große hier. So, zwei leere Erzcontainer, wenn wir überleben. Sieht aber eher danach nicht so aus. Wir brauchen die Schuhe. Müssen unbedingt upgraden. Schaden. Oh Gott, wir gehen gleich drauf. Super, da ist noch einer. 350. Also sind sehr viel übertrieben und viele Gegner, muss ich ja mal sagen. Wir können so überhaupt nicht, wenn wir stehen bleiben, töten die uns sofort. Wir können die Erfahrungspunkte nicht einsammeln. Daher wäre aus ein Ring aus einer Kiste echt gut.
Oder man läuft im Kreis. Weil das Problem ist, wir kriegen ja die Kiste auch nicht kaputt. Wir müssen so lange stehen bleiben. Ja, geil. Ja, wäre egal gewesen. Da oben sind die Schuhe und hätte uns ein ganzes Herz gekostet. Müssen wir neu machen. So. Schaden. Am besten jetzt direkt gucken gehen. Da ist eine Kiste. Schnell hingehen. Eine Münze. Rechts unten war ein Altar. Ja, jetzt kriegen wir das Bier umsonst, oder was? So, jetzt brauchen wir ganz viele Heiltränke. So. Alles einsammeln. Also die Anzahl der Gegner ist nur das Problem eigentlich. Und dass wir echt so langsam laufen. War aber knapp. Oh, jetzt kommt eine Giftratte. Was eine Kiste. Irgendwo sollte man ein Ring drin sein. Das war wieder nur ein... Was ist jetzt diesmal ein Heiltrank drin gewesen? Super. Den können wir ja diesmal sogar gebrauchen. So. Da ist ein Blattsamen. Kommen wir jetzt natürlich nicht dran, war ja klar. So. Wir müssen unbedingt gucken, ob wir hier noch Sachen finden. Super, eine leere Kiste. So. Ja, gehen wir da rein. Das ist das Artefakt, was wir freigeschaltet haben. Also jetzt haben wir eine Aura oder sowas. Müssen wir uns gleich mal durchlesen. Glaubt man nicht, dass wir schnell genug diese Dingens kaputt kriegen, diese Kisten. Ja, haben wir voll vergessen. Münzen, ja super. Brauchen einen Ring oder so. Ah, erstmal upgraden hier. Ja, erhöhe bloß nicht den Schaden oder was? Also mal im Ernst. So, was macht das Ding hier? Erhöht die Reichweite der Anziehungskraft. Attraktion plus 3. Also wenn wir ein Upgrade kriegen mit Attraktion. Aha, dafür ist das also. Also wir können jetzt die Münzen von weiter weg einsammeln. Ein Samen. Das ist ja richtig gut. Dass wir die jetzt von so weit weg einsammeln können. Also das hat sich gelohnt, das zu finden. Also nein, ja, nicht finden. Wir mussten uns ja holen und dafür ein Herz opfern. Mehr Projektile. Müssen wir nochmal gucken, ob hier noch irgendwo was ist. Da ist eine Kiste. Nur Münzen drin. Was ist da? Ein Goldsack. 5 Münzen. Und wir bekommen mehr Münzen. Gut. Ein Heiltrank. Den könnten wir gut gebrauchen gerade. Da sind Kisten.
ja nicht kaputt kriegt, ist ja nicht wahr. Oh, haben wir den Heiltrank jetzt eingesammelt? Ja, sieht so aus. Oh. Da sind zwei Kisten. Aber warum sammelt er die nicht ein? Ich dachte, wir haben einen vergrößerten Radius. Ja, Schaden kassiert, um einzusammeln. Super. Ist er mit dem Radius hier auch voll gelogen? Boah, es werden super viele Gegner gerade. Oh, das Upgrade, da wäre gut. Aber 350 Reich und Projektile. Ah, Schaden und Bereich. Wir würfeln mal auf was anderes. Zeit und Projektile. Ist nicht wahr. Ah, so. Schaden erhöhen. Richtig dumm, wir müssen davon eins nehmen. Kostet nur Punkte schon wieder. So, dann nehmen wir hier noch Bewegungsgeschwindigkeit, da wir arschlangsam sind. Also die Einsammeldingens, das ist echt gut. Beim Händler holen wir uns dann natürlich erstmal den Gratis-Kristall. Damit wir die Waffe hier aufwerten können. So, bisschen heilen. Immerhin können wir sie jetzt ein bisschen von uns weghalten. Ärgerlich ist nur noch, dass wir halt nur in eine Richtung schlagen. So, ein paar brauchen wir noch. Berserker-Modus geht ja ab. Können wir richtig gut schnell schlagen. Oh. Oh nein. Oh Gott. Ah, eingesammelt. Oh. Ah, so. Oh Gott, sie waren nur gelähmt und nicht tot. Yeah. In den Kisten ist heute gar nichts drin. Kann ja wohl nicht sein. Wir brauchen unbedingt einen Ring. Oh, einen Heiltrank. Und vielleicht noch einen Altar, in dem wir im Bereich bleiben müssen, um zu bekommen. Das wäre auch nicht schlecht. Da gibt es ja manchmal gute Sachen. Dafür müssen wir erstmal einen finden. Das ohne Karte ganz schön schwer. Oha, was ist denn jetzt hier los? Ah, okay, der erste Miniboss. Und wir haben keinen Ring gefunden, ist nicht wahr. Und noch eine Kiste finden mit dem Ring. Bevor wir ihn töten. Oh ne, das ist jetzt aber nicht so gut. Drei mehr Projektile. Oho.
So. Bounce. Projektile und Bereich. Projektile und Bounce. Schaden. Projektile und Bereiche. Okay. War jetzt nicht so gut. Wir haben keinen Dingens bekommen. Wie haben wir denn 29? Wir brauchen echt einen Ring, kann ja wohl nicht wahr sein. 14, wir können ja alles kaufen. So. Dann gucken wir jetzt mal hier. Wir haben 7 Punkte. Wir könnten die jetzt aufwerten wegen dem Kristall. Dasselbe können wir aber auch hier machen. Projektile und Bereich. Aber Schaden wäre eigentlich gut, Alter. Projektile und Schaden wäre gut. Ich glaube nicht, dass wir das kriegen. Kann nicht sein. Ja, ist nicht sein Ernst. Ja, also wir haben da super Glück, muss ich ja sagen. Geil. Hat uns nur 7 Level gekostet, die Scheiße. Boah, ist nicht wahr, ey. Sieben Level, ey. Wir haben nicht einen Bogenring gefunden. Kann ja wohl nicht sein. Ja, dann machen wir das jetzt hier erstmal. Und müssen wir eh nehmen, damit wir das hier dann freischalten. Jeder Angriff erhöht den Fläche um 10%. Daher ist jetzt gut, dass wir Projektile haben. Jeder Schlag geht ein Stück weiter nach außen. Ey, keine Kiste mitten im Ring, das kann nicht sein. Mal wieder Münzen. Oh, da ist einer. So ein Bogen. Von dem anderen Charakter. So, jetzt haben wir auch einen Bogen. Aber immer noch keinen Ring. Ja, wohl nicht wahr sein. Ist doch nicht wahr. Alles einsammeln hier. Der Bogen schießt, glaube ich, auch nur in G-Richtung. Oder? Weil einige Waffen schießen ja nur in Laufrichtung. Müssen mal irgendwie noch ein paar Kisten finden oder so. Und irgendeiner wird ja wohl ein Ring drin sein.
kann nicht sein. Wie kann man denn so viel Pech haben? Aber naja, ist ja schon wieder... Die Werte sind zufällig. In so Spielen haben wir immer super Glück. Münzen. Na gut, sind für den nächsten Shop vielleicht gut. Ja, schieß doch in die Richtung. Was hältst du denn davon? Münzen. Oh. Nicht eine Kiste mit so einem Ding. Die sind vielleicht auch einfach auf höherem Schwierigkeitsgrad seltener. Ist ja auch möglich. So, können ein bisschen upgraden. Machen wir jetzt das hier. Schaden und Projektile. So, und jetzt können wir, wenn wir einen neuen Kristall haben, den auch aufwerten. So. Projektile. Kosten laufen. 2, okay. Projektile. Also Schaden und Crit-Wahrscheinlichkeit. Durchschuss. Cool. Bisschen seltsam übersetzt, aber ansonsten. Ah. Da nehmen wir ruhig mit. Eigentlich wollte ich ein bisschen schneller laufen kaufen, aber naja. Können wir ja gleich machen. Dies mit einsammeln ist richtig gut. Also wissen wir jetzt, dieser Stein, der ist richtig gut. Wir müssen nur daran denken, hier auch immer schön die... Oh, Raum. Die Blättersamen einzusammeln. Da ist eine Kiste. Oh Gott, der hat uns getroffen. Überall nur Gold drin. Und die ultimative Fähigkeit haben wir nicht genommen, weil die ist gar nicht so gut. Wenn man seine Waffen lieber auf Stufe 10 bringt und damit so ein Kristall versieht, ist viel besser. Das ist nämlich daueraktiv. Und die ultimative hat Abklingzeit. Oh ne, hier wieder so ein komischer Vogel. Oh ne. Da war aber knapp. Oh, das ist eine Kiste. Nicht sein. Oh, in der war nichts drin. Da kommt der zweite Boss. Oh. Oh, wir können upgraden. Cool. Projektile und Crit. Ne, das machen wir nicht. Naja, jeder zweite Schuss ist ein Crit, also. Ja, machen wir das oder nicht? 13 Projektile. So. Schneller laufen. Angriffsgeschwindigkeit. Schneller laufen. Dann nehmen wir noch mal ein bisschen Brandschaden mit.
So. Jetzt ist er in seinem Berserker-Modus, aber ja auf schwieriger spielen. Oh. Boah, zum Glück haben wir ein bisschen schneller laufen genommen. Oh. Da ist ein Ring. Wir konnten es gerade noch so einsammeln. Zum Glück haben wir einen Ring gefunden. Oh nein. Oh nein. Boah, echt, hat mich jetzt jedes getroffen. Was ist denn jetzt? Ah, cool, der ist tot. Hier, die haben wir letztes Mal freigeschaltet. Der erlittene Schaden. Der erlittene Schaden wird um ein halbes Herz erhöht. Aber dafür 50% mehr Schaden. Naja, zweischneidiges Schwert halt, ne? So. Ja komm, wir gönnen uns einen Schneeball. Und einen Geiltrank. So. Was werten wir jetzt auf? Den Bogen? Oder das hier? Erzeugt eine neue elektrische Rune, die im Gegensatz Richtung kreist. Doppelruhen. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Jetzt haben wir zwei von denen. Also 30 Projektile, 8 Bounces. Oh, das ist echt viel besser als diese komische ultimative Waffe da. Und wir machen jetzt 50% mehr Schaden. Erhöhen die Angriffsgeschwindigkeit. Wir laufen mal lieber ein bisschen schneller, da wir sonst sehr schnell drauf gehen. Übrigens, ich glaube, die hier kann man auch nach Stufe 10 auch mit einem Kristall versehen. Donnerrüstung. So, wir nehmen dann. Ja, Angriffsgeschwindigkeit. Ja, nehmen wir mehr Schaden. So. Gut. Oh, jetzt haben wir zwei Runen. So, jetzt müssen wir einfach nur überleben. Ja, der Bereich von der Elektrowaffe ist nicht so schön. Also wir müssen nur noch überleben bis zum Endboss. Aber jeder Treffer gibt uns jetzt ein ganzes Herz Schaden. Aber dafür machen wir mehr Schaden, also. Muss man echt überlegen, ob man das nimmt. Nee, schon wieder dieser Blitzvogel. Wenn der uns erwischt, sind wir drauf. Gehen wir drauf. Jetzt sind hier nirgends Heiltränke drin, oder was? Rechts war einer. Oh cool, hier ist auch einer. Da ist ein Ring. Den heben wir uns sowas von bis kurz vorm Boss auf. Da ist ein Heiltrank. Da, da, da. Jetzt können wir einfach Schaden verursachen, rumlaufen. Jetzt nicht so schlimm, da wir jetzt den Ring haben. Oh, Kisten. Heiltrank, ja gut, brauchen wir jetzt gerade nicht. So, da wollen wir einmal lang. Oh, der ist so schnell. Nein, ich bin voll reingelaufen. Der Blitzbereich ist jetzt nicht so schön groß, wie er hätte sein können. Oh nein. Scheiße.
versehentlich das Ding eingesammelt. Gehen mal ein bisschen in die Richtung, ja. So, also ein bisschen müssen wir noch überleben bis zum Boss. Ah, dieser Blitzvogel, ne? Heiltrank. Boah, also man sammelt nur Münzen und Erfahrungspunkte von weiter weg auf. Den Rest nicht. Boah, Alter, was geht denn jetzt? Die Heiltränke müssen wir wirklich noch sehr nah rangehen. Oh, noch ein Ring. Nutzen wir doch erstmal. Jetzt kommen Ringe, Münzen ohne Ende. Was zum... Oh, nee. Ah. Also wir haben 18 Punkte. Wir können gleich mal, wenn wir hier irgendwie mal irgendwo hinkommen. Vielleicht nicht, wir direkt umzingelt sind. So, vielleicht hier. Können wir mal ein bisschen aufwerten. Also, 19 Punkte. Und zwar... Ja... Schneeball. Klingzeit und Angriffsgeschwindigkeit. So. Hat genau gereicht mit den Punkten. Gott. So, wir haben 4 Punkte. Mehr Schaden. Mehr Schaden. Das war's. Der hat auch schwer. Ich habe einmal schon getestet. Ein anderes Angriffsmuster. Am Anfang sieht es noch gleich aus. Oh Gott. Aber nachher hat er irgendwie ein anderes Angriffsmuster. Und er hat auch einen Berserker-Modus. Und er hat sich gerade teleportiert. Oh Gott. Scheiße. So bekommen wir aber nicht die Yggdrasil-Blätter. Aber wir haben das Schwert jetzt freigeschaltet. Und er hat noch eine Phase, da schießt er dann irgendwie auf den Boden einen sehr breiten roten Strahl und fliegt ein Schwert durch und der tötet einen instant. Völlig egal, wie viel Leben man hat. Also da muss man echt aufpassen. Wir hätten vielleicht die Schuhe noch gebraucht, aber die gab es ja leider nicht. Gut, müssen wir beim... Haben wir gesehen, wie schwer aussieht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gucken wir, ob wir den Hammer mal spielen. Vielleicht war das mit dem Zwillingsschwert auch nicht so gut. Wer weiß. Aber wir haben gut Sachen auf maximal gekriegt. Ja gut, die Rune, die hat halt nicht sehr viel Reichweite. Und wir waren Level 104. Das ist ja cool. Oder, also entweder spielen wir mit dem Hammer mal. Dann, weil das wir ja noch nicht haben.
Wir können ja auch noch mit dem Dolch und der Bombe. Und wir müssen uns ja auch noch Alfheim heißt, ja? Alfheim, genau. Alfheim einschauen. Und den vierten Charakter, den ich noch freistellen muss. Da müssen wir insgesamt 8 oder mehr Herzcontainer haben. In einem Durchlauf. Ist aber wieder eine Glückssache, weil wenn keine rumliegen oder man welche im Shop kaufen kann, funktioniert das natürlich leider nicht. Dann ist das ein bisschen schwierig. Gut, dann hoffe ich, hattet ihr auch Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein.